Zuschauerinnen und Zuschauer, mit dem Gründonnerstag beginnen die drei österlichen Tage. Wir haben im Pastoralteam für die drei Hauptgottesdienste der Kar- und Ostertage das Bild der leeren Kirche ausgewählt, über das wir nachdenken wollen. Wir erleben es seit einigen Wochen nun, dass keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden. Wir vermissen die Menschen, die sonst mit uns gemeinsam in unseren Kirchen Gottesdienst feiern. Wir tun es trotzdem, auch stellvertretend für sie, nachdenklich und in aller Schlichtheit. Wir tun es, weil viele uns gerade jetzt um unser Gebet bitten. Am Telefon oder per E-Mail versichern sie, dass sie sich in dieser Krise ganz besonders mit uns verbunden fühlen. Wir sind so dankbar, dass wenigstens ihr weitermacht. Dennoch fühlt es sich komisch an. In einem Kommentar lasen wir die Tage, sind die aktuell leeren Kirchen wie ein Blick mit dem Fernrohr in eine nahe Zukunft? Seit vielen Jahren werden die Reihen in den Gottesdiensten leerer. Ist also die leere Kirche ein Vorgeschmack auf das, was uns bald erwartet? Oder bietet die aktuelle Situation, die wir erleben müssen, auch Antworten für die Zukunft der Kirche? Dem wollen wir in diesen Tagen, in denen wir den Tod und die Auferstehung Jesu feiern, nachspüren. Vielleicht führt uns diese Provokation ja hinaus auf neue Wege. So wollen wir heute am Gründonnerstag besonders über den Satz nachdenken: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Am Karfreitag steht die leere Kirche im übertragenen Sinne für die Verlassenheit Jesu am Kreuz und die Grabesstille. Und Ostern soll uns die leere Kirche an das leere Grab erinnern. Liebe Mitchristen, heute am Gründonnerstag feiern wir das letzte Abendmahl, also die liturgische Gemeinschaft, die in diesem Jahr nicht wie gewohnt möglich ist. Doch als Evangelium hören wir nichts vom Mahl selbst, sondern von der Fußwaschung davor. Jesus zeigt hier beispielhaft seine Liebe zu uns Menschen. Und dieses Beispiel will anstecken. Schön, dass auch wir viele solcher Beispiele in den letzten Wochen erleben durften. Trotz Abstandhaltens wurden neue Kommunikationswege für unser Miteinander entwickelt. Es melden sich Menschen, die bereit sind, für andere einzukaufen. Einige organisieren sich über die Kirchen, andere starten private Initiativen. Ein anderer Ehrenamtlicher hat die Idee eines Telefondienstes für einsame Senioren. Diese besondere Zeit hat bereits viel Neues entstehen lassen. Der gemeinsame Tisch mit Brot und Wein fehlt uns heute, wie auch in den letzten Wochen. Es ist eine bleibende Lücke, die wir erleben, die wir aktuell nicht ausfüllen können. Eine Lücke, die schmerzt. Halten wir diese Lücke aus. Gehen wir mit Jesus seinen Weg weiter, der ihn zu einer durchwachten Nacht am Ölberg und dann zu einem schmerzhaften Karfreitag führt. Feiern Sie mit uns die Kar- und Ostertage und verbinden sich mit uns über die Live-Übertragung.